Weiter geht's im Spiel für Frühaufsteher in Grounded. Es ist wieder früh am Morgen. Ich habe mich bereits gesättigt, habe gut gefrühstückt. Dann können wir jetzt also hier frisch zur Tat schreiten. Wir bauen heute ein bisschen an unserer Basisstation, befestigen mal unser Lager und müssen dann wahrscheinlich auch nochmal Bürgel besuchen und im Wissenschaftsshop ein paar Punkte ausgeben. Okay, gut, dann wird's sehr schön. Ich wünsche euch viel Spaß mit Grounded. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit-YouTube-Kanal, freue mich über neue Abonnenten, über alte Abonnenten. Ihr seid alle herzlich willkommen, wünsche euch viel Spaß, bedanke mich fürs Einschalten. Und dann schaut doch mal, was ich gemacht habe. Ich bin umgezogen mit meinem halboffenen Zelt, habe mir hier so einen kleinen Schutzwall gebaut, wollte mal das Lager etwas befestigen. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie man das so machen kann. Ich habe hier so eine Lagerstätte natürlich, das ist ganz praktisch, da muss man nicht so hin und her laufen. So, und dann kann man erstmal so ein paar Bauteile hier hinstellen, richtige Blueprints. Und so dann auch schon mal sehen, was man so machen kann und wie es hinterher aussieht. Und nun werden diese Teile eben zusammengefügt. Auch in der Reihenfolge, wie man die Bauteile da so hingestellt hat. Und das ist super praktisch, weil man so eben schon mal etwas festlegen kann und ausprobieren kann. Und man muss nicht erst dann loslaufen und die Teile zusammensuchen und dann was hinbauen und dann feststellen, ach, das sieht gar nicht gut aus oder ist die falsche Stelle, einen kann ich noch, fünf kann ich immer mitnehmen. So, seht ihr? Super gut. Das ist natürlich jetzt so ein sehr provisorischer Schutzwall, kleine Palisade, nichts weiter, aber ich finde, das sieht ganz schön aus, ne? Wenn man hier so eine kleine Befestigung hat. Wir wollen uns ja hier in der Nähe, hier vielleicht auf dem Stein, da liegt allerdings auch wieder so ein blödes Blatt drauf. Ist auch nicht so optimal, aber vielleicht bleibe ich auch eher hier unten, dass ich hier so ein kleines Podest baue, so ein Fundament hinstelle. Dafür müsste ich aber zum Wissenschaftsshop, aber da müssen wir sowieso dauernd hin und wir müssen sowieso noch sehr viel unterwegs sein. Ich habe zum Beispiel noch keine weitere Forschungsstation gefunden. Das wäre sehr gut, wenn wir das machen würden, wenn wir jetzt hier eine Forschungsstation noch finden könnten, bevor wir zum Bürgel gehen, denn der braucht ja auch immer diese Chips von uns, seinen Speicher praktisch. Ich glaube, die legen wir hier mal wieder hin. Reicht jetzt erstmal, die Palisade ist fertig. Ist echt eine Ameisenstraße, ne? Habe ich jetzt mitten in der Ameisenstraße gebaut, kann das sein? Oh Mann, okay, der Tag ist jung, das sollten wir ausnutzen. Wir haben jetzt hier schon ein paar Kleinigkeiten gebaut. Und jetzt laufe ich erstmal wieder grob in Richtung Eiche, aber mit ein bisschen Umweg. Komm, wir müssen mal die Gegend noch weiter erkunden. Gut gemampft habe ich ja, alles in Ordnung. Rüstung habe ich jetzt leider noch nicht aufgewertet, da brauche ich sehr viele Ameisenteile für, beziehungsweise auch nochmal Eicheln. Nehmen wir uns also möglichst auch noch ein paar Eicheln mit. Inventar ist genug Platz jetzt im Augenblick. Achso, zwei Kisten habe ich mir hergestellt, also so Körbe, Lagerkörbe. Und da sollte man möglichst keine Nahrungsmittel reinlegen in diese Lagerkörbe. Das ist keine gute Idee, denn das lockt die Ameisen an, die dann praktisch die ganze Station aus, also die Basisstation auseinandernehmen können. Was ist das da vorne? Das ist jetzt einfach nur trockenes Gras. Was wir noch nicht haben, sind Disteln. Gibt noch so viel zu entdecken hier. Hier wäre vielleicht auch eine ganz schöne Stelle, so auf dem Stein an der Kreuzung hier. Allerdings wisst ihr, dass ich gerne eine Forschungsstation in der Nähe hätte von meiner Basis. Also ich denke mal, wir bleiben dabei. Wir werden uns das schon gemütlich machen. Jetzt gucke ich hier natürlich mal ganz vorsichtig rein, was es hier so gibt. Ob jemand zu Hause ist, aber ja, das ist schon wieder... Ach, da haben wir nochmal so eine Made. Die können wir nochmal ausgraben. Oh, und nochmal hier Punkte. Okay. Oh, hallo, das ist aber eine aggressive. Boah. Da zappelt die auch noch so. Das haben sie schon gut gemacht, das muss man sagen.
Das war jetzt nicht so toll. Ich bin nicht schwer verletzt worden. Es geht noch, aber ich sollte jetzt vorsichtig sein. Guck dir das an hier. Ganz viel. Komm, eine holen wir uns noch. Das ist eine normale Made. Die macht uns keine Probleme. So, nun ist aber gut. Wo geht's denn hier noch rein? Oh, ist ein Durchgang. Das ist schön. Wo kommen wir jetzt raus? Disteln wären mal sehr praktisch. Da ist doch schon eine. Ist das hier eine Distel? Nee, das ist eine Pusteblume. Disteln sind toll. Da kann man nämlich Pfeile und Bogen daraus herstellen. Beziehungsweise Pfeile. Glaube ich. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Schönes Gelände. Wo bin ich ungefähr? Ich bin nach Südosten gelaufen. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier wird uns sogar schon so ein Chip angezeigt. Wir laufen mal weiter ruhig in die Richtung. Das scheint mir gar nicht so verkehrt zu sein. Nehmen wir uns ruhig mal noch ein bisschen Getränk mit. Ich habe zwar noch was in meiner Flasche. Vielleicht können wir die sogar noch auffüllen. Ja, tatsächlich. Passen mehrere Schluck rein. Und was ist das hier? Ein alter Farbeimer oder was ist das? Der Mensch hat ja hier in seinem Garten rumgesaut. Ehrlich. Oh, hier ist alles voll von diesen roten Milben. Und wir sollten jetzt ein bisschen aufpassen. Die brauchen wir ja jetzt auch nicht unbedingt. Hier läuft auch noch irgend so eine Suppe aus. Mal gucken, ob das irgendwie klebt oder so. Nee. So, hier sind wir jetzt am Gartenzaun offenbar. Oder irgendwie an so einem Balkon. Scheint Holzbefestigung. Oh, das ist hier so ein Keks. Den können wir sogar ernten. Damit wäre unser Nahrungsproblem. Ah, leider noch nicht gelöst. Wir brauchen ein besseres Werkzeug dafür. Ach, guck mal. Da ist die nächste Forschungsstation. Das ist ja super. Was ist denn mit denen hier? Achso, das sind nur die Kleinen. Ah, was heißt nur? Die sind ganz schön aggressiv. Drei Stück auf einmal. Aufpassen. So, und dann habe ich jetzt hier auch endlich mal eine weitere Forschungsstation gefunden. Hier ist immer noch irgendwer in der Nähe. Moment, da. So, nu ist aber mal gut. Gucken wir mal, ob wir hier so ein Chip finden. Da! I previously believed that all the parts of my functional unit were required for operation, but apparently they were not. Perhaps that means I have some extra storage space. Oh, very philosophical. Do you feel anything else? Yes, everything appears to be the same. Though I have come to realize that this world is absolutely covered in filth. It is quite concerning. You may wish to wash your hands before returning to work. Hervorragend. Noch ein bisschen analysieren, so was geht, ne? Und dann können wir eigentlich mal den Bürgel ansteuern, beziehungsweise das Eichenlabor. Oh, ihr kleinen Mistviecher. Könnt ihr mal aufhören, mich zu ihr... Die haben es mich richtig drauf, also in Massen sind die nicht ungefährlich. Ah, noch einer. Ja. Nervig. Die muss ich schon mal liegen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Milbenpelz soll. Also in diesen Massen jedenfalls. Man kann sich da auch Kleidung draus herstellen. Trinken wir mal lieber noch ein bisschen. So. Jetzt werde ich hier belagert. So, ich wollte eigentlich mal irgendwo draufklettern, um eine bessere Aussicht zu haben. Ist das eine Distel da vorne? Das ist eine Distel. Die holen wir uns jetzt mal. Das ist wichtig. Ja, erstmal müssen wir hier den kleinen Quälgeist beseitigen.
Die sind echt nicht ohne. Die lasse ich jetzt mal liegen, weil ich echt nicht weiß, was ich mit dem ganzen Zeug soll. Und außerdem, wo war jetzt die Distel? Außerdem muss ich aufpassen, dass ich nicht zu verletzt werde. Ich habe noch einen Verband, glaube ich, im Inventar. Den sollte ich mal verwenden. Okay, dann wird alles wieder gut. Oh, wir sind jetzt hier an der Distel angekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, kann ich die mit einer Axt vielleicht bearbeiten? Versuchen wir es einfach mal. Das ist ein Hammer, das ist die Axt. Oh, das wirkt jetzt nicht so. Ach, die können wir so abpflücken. Okay, dann ist ja noch besser. Wie viel waren das jetzt? 3 Stück nur, oder wie? Distelstacheln, ja, 3 Stück. Komm, ein paar mehr möchte ich schon noch haben. Komm, hier bin ich dran. So. Gut, dass wir so klein und leicht sind. Jups. Na bitte, geht doch, Leute. Einfach mal irgendwo draufklettern. Und alles einsacken, was geht. Da kommen wir richtig schön hoch hinaus. Da wird es vielleicht doch nochmal was mit der schönen Aussicht. Na, höher ist jetzt kaum noch möglich. Doch hier nochmal und da nochmal. Und gleich segel ich nach unten. Und da ich noch keine Pusteblume gefunden habe. Inventar voll, okay. Oh ja, das ist tatsächlich Farbe da drüben. Ja, und Pusteblumen kann man auch als Fallschirm benutzen. Damit kann man sich ausstatten und dann kann man nach unten segeln. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht auf die brutale Art und Weise nach unten segel. Und wir laufen zurück direkt zum Labor, denke ich mal. Das war doch hier irgendwo. Ach nee, das war doch schon da hinten auf der anderen Seite von dem Stamm. Das lohnt sich nicht. Dann werden wir lieber hier mal Richtung Eichenlabor laufen. Ich möchte auf jeden Fall schon mal diesen Shop benutzen. Guck mal, wir sind ja praktisch wieder zu Hause hier. Ist ganz gut gelaufen. Ist gar nicht so weit. Vielleicht finden wir hier nochmal etwas Limo oder Saft. Ich weiß nicht, was das ist. Gucken wir mal drauf. Ist das Saft oder Limo? Ist leider kein Tropfen zu sehen. Ah. Ja, sieht eher nach Saft aus, ne? Tropico. Ja, schade. Na gut, da darf ich mich da halt nicht so lange aufhalten. Wasser haben wir ja schließlich noch ein bisschen dabei. Da ist eine Pusteblume. Da haben wir jetzt keine Zeit für. So, und hier ist der Ameisenbau. Da waren wir beim letzten Mal drin. Achso, das Inventar ist voll, Kinder. Das bringt jetzt nichts. Das bringt jetzt nichts. Braucht man sich gar nicht mit befassen. Hier, sehr angenehm. Oh nein, nein, nein. Ah. Wieso ist die denn schon unterwegs? Ach du meine Güte. Sie geht da oben rein. Habe ich gerade noch gesehen. Komm, wir laufen unten lang. Oh nein. Don't think my go-to spider elimination strategy is gonna be much use on that. Denn das ist eine Wolfsspinne. Gegen die haben wir keine Chance im Augenblick. Voll Schiss jetzt hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn man dann so wegläuft, ja, dann von irgendwas, dann hier oben ist es auch am Wackeln und überall Beine. Keine Energie mehr. Seht ihr, das ist wirklich eine dumme Stelle hier, muss ich sagen. Man muss wirklich hohen Aufwand betreiben, um an dieses Labor zu kommen. Das liegt genau auf der falschen Seite. Und hier sind überall Spinnenhöhlen. Ach Gott. Hahaha! Ja, du blödes Vieh. Tja. Ich wundere mich nur, dass die schon unterwegs sind. Nochmal, ich dachte, dass die wären nachtaktiv. Okay, erstmal wieder ein bisschen durchatmen, Leute. Das war ja jetzt wieder ein Schreck, aber
Glück gehabt, kann man dazu nur sagen. Dass der Max so pfiffig ist hier. So, dann schauen wir hier mal. Ich wundere mich auch, dass ich hier dieses Gerät nicht irgendwie verwenden kann. Aber egal, laufen wir hier mal durch und schauen mal, ob das mit dem Chip schon mal geklappt hat. Und ansonsten können wir zumindest unsere Punkte schon mal eintauschen. Hey Burgle, hoffentlich quatscht der uns jetzt nicht wieder so voll. Always happy to see a repeat customer. Ja, da hat sich tatsächlich da was eingesetzt. How can I help you today? Ask away, my friend. Was ist ominent? Prominent Practical Technologies is one of the largest research and manufacturing companies in the world. Okay. Its main research facility is right here in the town of Brook Hollow. Dr. Tully, and by extension, yours truly, was an employee of Ominent for a long time, until very recently. Paar Tippfehler. Okay, auf Wiedersehen erstmal. Aber hier an den Shop wollte ich mal eben. Hier haben wir auch noch Aufgaben. Drei verfügbare Aufgaben. Die schauen wir uns natürlich an. Chip-Rettungstruppe, Grabraub. Findet den Bürgelchip, Grabraub. Und das bringt auch mal massiv Punkte. Handwerker, Trinkflasche. Ah! Das hätte man natürlich vorher schon machen sollen, ne? Machen wir auf jeden Fall, vielleicht klappt das trotzdem noch. Und so einen Bogen möchte ich sowieso bauen, bringt 500 Punkte für einfache Aufgaben. Ja, das sparen wir uns mal auch einfach, das wird uns sonst die ganze Zeit so angezeigt. Ja, aber das ist natürlich sehr cool. Wir haben 2480 Punkte, gehen jetzt mal in den Wissenschaftsladen und gucken mal an, was es hier so gibt. Mehrgeschossige Basen, die fände ich natürlich super. Sei mal ruhig, Burgel, du lenkst mich immer ab. Das ist dann ein Grasboden. Dreiecksboden, Sprösslingsgeländer. Ein Eichelgeländer, Grastreppe. Seht ihr, solche Sachen sind natürlich schon mal sehr gut. Kleedach. Da können wir ja schon so ein richtiges Haus dann bauen, wenn wir das haben. Das ist zwar dann noch nicht super gesichert. Man sollte, glaube ich, schon erhöht bauen. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Was ist denn eigentlich hier mit Fundamenten? Da hätten wir jetzt hier Kiesel direkt. Ja, das ist auch unglaublich aufwendig. Müssen wir immer erstmal Ton finden. Befestigte Basen. Palisadentor. Stabile Wand mit Fenster. Das ist nicht als stabile Teile. Stabile Wand. Okay. Auch gut. Das müssen wir auch unbedingt haben. Lehmsäule. Wo haben wir denn noch mehr? Fackelverbesserung. Auch nicht schlecht. Und das sollten wir definitiv kaufen. Mal irgendwie Schmiede. Damit wir bessere Werkzeuge herstellen können. Ich denke mal, Kochen für Anfänger ist im Grunde auch drin und dann hätten wir ja noch für mehrgeschossige Basen 1000 Punkte über. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Kaufen wir das mal. So. Und dann auch noch die Geschichten hier. So, und jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir erstmal wieder hier durch. Haben aber viele neue Bauteile. Und auch nochmal Aufträge. Da stelle ich mir einfach nochmal so eine Trinkflasche her. So, jetzt geht es natürlich wieder zurück. Das ist allerdings kritisch, denn draußen wartet die Wolfsspinne auf uns. Durst. Das sollten wir vorher mal erledigen. That was refreshing. Das hat Labor auch unbedingt auf der anderen Seite
von der Eiche sein muss, ne? Oh, das ist das. Komm, jetzt ist aber gut hier. Wo bin ich denn draufgesprungen? Auf so ein Blatt. Auch nicht schlecht. Ups. Das ist eine Kreuzspinne. Eine kleinere. Die hat mich aber auch irgendwie vergiftet jetzt. Ach du liebe Zeit. Ja, ich sterbe. Ich sterbe. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es ist, ne? Aber vielleicht kann ich mir auf die Schnelle kurz nochmal einen Faserverband herstellen. Geht sogar. Deswegen sollte man sich immer unterwegs ruhig mal Saft einstecken. Ah, ist immer noch da. Okay. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Vielleicht können wir hier einfach oben rumgehen. So ganz gemütlich. Hallo. Kein Thema. Ist leider nicht ganz so einfach. Super, runtergefallen. Oh, Leute, macht mich nicht fertig hier. Ich versuche mal hier oben auf dem Baumstamm zu bleiben. Baumstamm, das ist nur eine kleine Wurzel. Brauche dringend eine Pusteblume. So, hier können wir erstmal vorsichtig schauen. Ich muss in die Richtung. Jetzt auch nicht laufen, halt um Energie zu sparen, falls ich flüchten muss. Hier ist eine Spinnenhöhle, oder? Nee, das ist nur der Durchgang. Jetzt bin ich aber auch wirklich ein bisschen panisch hier. Soll sich mal nicht so anstellen. So, wieder in der Maschine angelangt. Laufe ich ruhig noch die paar Meter weiter, bis in meine Basisstation. Ach du liebe Zeit. Ah, es ist nur ein Marienkäfer. Okay, es ist ein Marienkäfer. Ich dachte, da hätte sich jetzt schon niemand breit gemacht hier in unserem Lager. Wir haben überlebt, wir haben weitere Baupläne gekauft und auch noch Distel mit nach Hause gebracht und eine weitere Forschungsstation gefunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde, und Glück auf!